Willkommen zum ersten Mewtwo Raid, der kein X-Raid ist. Also den ersten, den ich gemacht habe. Denn ich bin früh aufgestanden und habe schon gesehen, 7.12 Uhr geht einer auf am Theater. Wir haben uns dann verabredet, waren eigentlich so 4 Accounts, so wie wir es sonst immer gemacht haben. Mit 4 Accounts war das eigentlich auch kein Problem. 4 halbwegs gute Accounts mit Despotar, Wissknirscher. Hat immer gereicht, hätte immer voll reingehauen, sonst was. Aber die erste große Überraschung natürlich, Mewtwo plötzlich bei 60.000 WP als Raid-Boss. Empfohlene Gruppengröße 20, aber das stand glaube ich damals auch schon immer da. Dann haben wir noch ein paar Leute, wollten noch dazukommen, die aber eher schwächere Accounts haben. Das meiste davon waren noch Schulkinder. Wir standen also dann beim Raid rum, haben gedacht, okay, wir sind 5, wir sind 6. Schafft man nicht, packt man nicht, wird eh nichts. Alle total gehypt und richtig. Es ging auf jeden Fall dann trotzdem mit 9 Leuten. Weil da kamen noch da welche um die Ecke, da kamen noch welche an und so. Und es ist halt cool, wenn man da vor der Schule ist und einen Raid macht. Und dann kommen noch ein paar Leute dazu, klinken sich mit ein. Die waren natürlich alle ein bisschen low-level, hatten jetzt nicht so die guten Pokémon. Sind auch einfach permanent gestorben, immerzu. Der eine, der ist einfach die ganze Zeit nur ausgewichen. Der nächste, der kam gar nicht mehr ins Spiel. Bei dem hat es nur noch gehangen. Er konnte gar nichts mehr auswählen. Aus Spaß haben wir dann gesagt, also Bob war dabei, Grüße an Bob. Aus Spaß hat Bob dann gesagt, ja, im Endeffekt, da haben wir es jetzt ja zu viert gemacht. Können wir einfach sagen, dann, wir haben den zu viert besiegt. Mit den 4 Accounts, weil die anderen ja eh nicht gingen oder nicht so gut waren, aber ist schon cool, dass man da natürlich trotzdem wieder mehr Leute braucht, dass das dieses ganze Gruppenfeeling mal wieder ein bisschen verstärkt. Weil Lavados, bei den meisten hat man ja gesehen, okay, die sind los, haben das da mit 2, 3 Accounts selber gemacht. Und das ging ruckzuck, Schlag auf Schlag. Aber ich finde es viel cooler wirklich, wenn man sich dann verabredet, wenn man sich da trifft, wenn da eine Riesengruppe steht, wenn alle gemeinsam da draufhauen. Und ja, der Kampf hat auch relativ lange gedauert. Es ging bis an die Grenzen, man musste nochmal rein. Bam, anderes Team gewählt, dann war Kyogre auf einmal drin. Da hat man schon den Unterschied gemerkt, wenn du nicht Despotar mit Wissknirscher hast, sondern ein Kyogre, das macht einfach gar nichts. Trotzdem coole Sache, wir haben es natürlich geschafft. Der erste Raid gleich früh am Morgen, schon so viel Action. Dann ging es ans Fangen ran, mal wieder ein richtig schlechtes bekommen mit 22,19. Ich werde wahrscheinlich nie eins bekommen. Über 89%, was mein Bestes war, sind X-Raids. Aber von Bob habe ich auch schon gehört, dass wahrscheinlich die Fangrate auch wieder erhöht wurde. Also nicht erhöht, sondern die Schwierigkeit erhöht wurde. Die Fangrate gesenkt, weil ich wollte dann bei den Schulkindern da das einfangen. Die hatten teilweise nur 6 oder 7 Bälle. Und dann haben die, habe ich geworfen, einfach fabelhaft, Curveball, goldene Beere, einfach fabelhaft. Aber so gut wie bei jedem ist es raus, es ist geflohen. Richtig krass. Und bei mir habe ich auch zu kämpfen gehabt. Da waren zwischen 12 und 15 Bälle immer vorhanden. Da ist es wirklich fast bis zum letzten Ball hat es gebraucht, bis es dann drin geblieben ist, was man so gar nicht kennt. Meistens beim X-Raid immer gestanden, Mewtwo gemacht, erster Ball, einfach fabelhaft drin. Und viele sind dann immer gegangen, aber diesmal muss man wahrscheinlich richtig ranklotzen. Wirkt alles ein bisschen schwerer, kann natürlich auch täuschen. Kann auch sein, das ist einfach nur, weil es früher Morgen ist und alle sind verbimmelt, aber ich denke mal, das hat schon einen Sinn, wenn es jetzt einen Monat da ist, dass das nicht jedem so hinterhergeworfen wird, dass man eben mehr Leute braucht, um den zu machen. Dass er eine höhere Fluchtrate hat, schwerer zu fangen ist, hat auch, glaube ich, neue Attacken. Bei mir ist es jetzt aufgefallen, meiner, den ich gefangen habe, der hat Eisstrahl, eine zweigeteilte Attacke mit jeweils 90. Eisstrahl, Mewtwo, okay, kann man machen. Wow, und da kommt die Sonne. Alles klar, Bruder, die Sonne kommt. Was gibt's sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts. Grüße gehen raus an Geige. Weil der hat natürlich noch ein altes Mewtwo gehabt. Vom X-Raid hat er sich getradet. Es ist ein Glücks-Mewtwo draus geworden mit 100%. Also der hat natürlich wirklich richtig den Jackpot gezogen. Ich habe ihm auch noch gesagt, dass er dann das alte Moveset am besten noch schnell draufballert, bevor das jetzt anfängt alles. Mit der 1 mit Spukball hat.
als Glücks-Mewtwo mit 100%, weil das ist wirklich saftig. Das ist richtig was wert, das muss man sich gönnen. Und ja, das war's eigentlich, denke ich mal. Der Tag ist noch lang, es werden noch viele kommen. Also wünsche ich euch Spaß bei euren Mewtwos. Könnt ihr mal schreiben, wie eure Raids so verlaufen sind, ob ihr eins gemacht habt, wie viele Leute ihr gebraucht habt, vor allem mit was ihr so kämpft, obwohl das wird bei jedem fast einheitlich sein, denke ich mal. Und dann würde ich sagen, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Leute, ich bin nochmal zurück, denn ich muss euch sagen, es ist passiert. Nach dem Theater haben wir einfach noch ein zweites Mewtwo gemacht. Am Dino beim NKD. Und ich habe ein 96%iges Mewtwo bekommen. Das ist unglaublich, weil bisher hatte ich aus 25 X-Rates einfach 25 Mewtwos bekommen, alle gefangen. Aber das höchste dabei war ein 89er. Ein 89er, das war nicht mal ein 90. Während andere hier mit ihren 100ern rumprallen, musste man sich mit einem 89er zufrieden geben. Das ist auch das einzigste, was ich bisher hochgezogen hatte. Aber jetzt ist es passiert, ein 96% IV Mewtwo, oh mein Gott, ich kann schon einfach gar nicht mehr reden. Auf jeden Fall, das fängt schon mal gut an. Wenn der Monat um ist und es kommt kein besseres, dann werde ich das definitiv auch noch hochziehen, damit ich zwei gemaxte Mewtwo habe. Ich kann es einfach nicht glauben. Nein, ich bin einfach nur aus der Booster von den vielen Rumrennen und allem drum und dran. Aber euch auf jeden Fall noch viel Spaß. Ich wünsche euch noch viele Mewtwos, viele gute Mewtwos. Ich kann nicht mehr reden. Na gut, aus hier, ihr seht's vorbei. Wir sehen uns nächste Folge auf jeden Fall wieder. Peace out, Vorhaut, Mewtwo. Ich bin raus. Ciao.